Yo. Herzlich willkommen zu Ozeanhorn Monster auf Uncharted Seas. So, ein neues Let's Play von mir, das ich heute am 7.10.2019 anfangen werde. Hihi. So, neues Spiel starten. Okay, wir haben hier drei Dinge zur Auswahl. Drei Speicherplätze. Ich nehme den oberen. So. Ein Wolf und ein Stern. Wie schön. Beginnt da so eine Dramatik, die Musik hier. Eieiei. Regen und Gewitter. Eine Insel. Mit vielen Bergen oder so. Eieiei. Nein, das ist nicht Zelda. Auch wenn man das Play meinen könnte. So beginnt auch mal ein Spiel. Tonight and I'm not coming back, kid. My fate is tied to a monster from the depths of time. Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought. I am forced to act. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook from my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you, but this is the only way to stop Oceanhorn. Okay, und dann nochmal herzlich willkommen. Wake up. The time has come. Ja. Ein wackelnder Kaktus. Ein alter Mann. Und ein Zelt. Mhm. Und da pennt einer, genau wie bei Zelda. Aber nein, das ist nicht Zelda und schon gar nicht Link. Das ist irgendein anderer Junge, von dem ich den Namen noch nicht weiß. Eine schwebende Halskette. Hermits Insel, sonst Klippe, okay. 1, 2, 3, 4 Hertha haben wir. Stufe 1, Landstreicher. Okay, ich bin ein Landstreicher. So, wir können das Steuerkreuz benutzen für Objekte. Figur bewegen ist klar mit links. Kamera bewegen ist auch klar. Angreifen kann man mit Quadrat. Aha, X. Benutzen. Oh, und Zaubersprüche gibt es auch. Zauber mit Dreieck. Menü und Feld haben wir noch. Okay. Na, dann mal gucken. Dem. Können auch Münzen sammeln. So, mal gucken. Optionen, das Menü. Ich gucke mal Optionen. Aha. Moment, ich kann hier mal. So, was gibt's denn hier? Ah ja, es ist. Einmal irgendwelche Effekte oder was? Die Stimmen nehme ich mal an. So, die muss ich mal ein bisschen runter. Man soll ja am Ende halt mich mehr hören als die Musik. Okay, so Spielzeit jetzt 3 Minuten, gleich 4 Minuten, fertig 0%. Und dann gibt es hier irgendwelche Objekte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen, also Felder und 7 Felder unten. Okay, 3 Kreise, ah ja, Herzen, genau das ist auch genau wie bei Zelda. Die Reihe gibt 4 Herzen und hat nachher ein ganzes. Aha.
So, wir haben Fische. Ne, wir haben noch keine Fische geangelt. Deine Rekordfische werden hier angezeigt. Aha, okay. Hauptmenü? Nein, Hauptmenü will ich nicht. Das blaue Taschengeld 25. Oh, okay, muss man wohl irgendwie erreichen oder sowas. Liest mindestens 10 Schilder Erbstücke. Ja, das wechselt immer wieder. Besorge dir Vaters Schwert und Schild. Okay, und sammle die ersten 25 Münzen. Nur gut. So. Hebe mit der Kreuztasse einen Krug auf. Okay. Auch das kann der. Ah ja, Sprint. Was haben wir hier? Die Minikarte enthüllt vielleicht Geheimnisse. Okay. Hermes Hütte. So, wie sieht es hier mit Baden aus? Ah ja, dann Ausdauer. Oh Gott, ist aber wenig. Da kommt er ja gar nicht weit. Nö. Okay. Hier rüber. Geh weg. Geh weg. Ein. Aua. Ein Krebs oder sowas. Okay, wieder ein blauer. Auf der Karte sehe ich so eine Art Münze. Oder was ist das hier? Ne, das ist ein dickes Schloss. Um diese Tür zu öffnen, brauchst du einen Generalschlüssel. Und welcher General hat den? Ah ja. Da komme ich so nicht rüber. Nein. Okay. Dann halt das erstmal wieder zurück. Hier unten ist noch eine Kiste. Die ist aber groß. 5 Taler. In einer so großen Kiste. Na gut. Okay. Gut, die Kamera kann man halt nicht so drehen, was gerne möchte, vielleicht am Anfang, aber ist so gut. So. Hallo, alter Mann, was hast du mir zu sagen? Das ist der Hermit. Wir können ihm mal so eine ältere Stimme geben, vielleicht oder so ein bisschen dunkelrau irgendwie. Hast du gut geschlafen, Kleiner? Hast du immer noch den gleichen Albtraum? Als dein Vater noch jünger war, besuchte er diese Insel oft auf seinen Reisen. Welche Insel? Gut. Da kann ich rein. Hermes Hütte, Spiel wird gespeichert. Okay. Gehe ich in ein Gebäude, wird gespeichert. Das ist ja schon mal interessant. Und eine Kiste. Um diese Truhe zu öffnen, brauchst du einen Generalschlüssel. Wieder von einem General. Kann man auch Bücher lesen oder sowas? Nein. Keine Bücher lesen. Eine Münze. Ab und 12. Okay. Mm-mm.
Und die Krüge sind wieder da. Hallo. Schmeiß doch mal. Okay. Hier oben komme ich nicht weiter, oder? Nein. Okay. Da kam ich nicht weiter. Da muss ich doch einen anderen Weg gehen. Ich nehme nochmal den roten. Nein, ich wollte den Hallo. Na gut, dann nehme ich. Nix. Auch nix. Geh jetzt mal wieder raus. So, hier von. Ja gut, hier. Bam. Nix. Da war wieder eine Münze drin. So, was bist du denn hier? Das ist ein Kontrollpunkt aus der arkadischen Ära. Wenn dir etwas Schlimmes zustößt, tauchst du darauf magischerweise wieder auf. Kontrollpunkte findest du auf der ganzen Welt. Vergiss aber nicht, sie zu aktivieren. Wenn du ihnen begegnest, also und keine Sorge, dein Fortschritt und alles, was du aufgesammelt hast, wird ständig gespeichert. Gut. Geh erstmal hier gucken. Das kann ich jetzt so nicht einsammeln, aber so. Man kann also nicht von ganz weit oben runter springen. Da hinten ist auch eine Kiste. Ding, hier ist ein Grab. Da kann ich hoch. Hier ruht Teppo, der Archäologe. Aha. Naja. Normalerweise war der am Graben, hat was ausgegraben und jetzt ist er halt eben unter der Erde. Kann man ihn mal ausgraben. So, leider runter. Höhlen. Eine Höhle. Oh. Geh weg. Du Stacheligel. Oh, wieder was Blaues. Leider geht hier wieder hoch. Sonst ein Klippe. Helmets Picknickplatz. Komm ich hier zu der. Ja, komm ich hin. Toll. Und? Da, 25 blaue. Entdeckerkristall gefunden. Du. Nee, das bringt ja 25 EP. Okay. Hallo, kommt da auch was runter? Nö. Gut. Und sonst außer Picknickplatz da oben ist nichts Besonderes. So. Hier komme ich. Ja. Ah ja, das war die Ecke, genau. So, mal gucken. Geht's da runter? Wähle Objekte. Halte, während du ein Objekt trägst, die Kreuztaste. Ja. Das hatte ich eben schon probiert, das ein oder andere Mal. Huch. Moment. Hier. Bam. Keramikkeller. Okay. Wow, das gab 50 blaue bei den. Bäh. Die kommen ja sogar die Treppen hoch, ja. Wie komme ich nach dieser Kiste hin?
Da ist auch wieder so Durchgang. Und hier rein war ja diese Halskette verschwunden. Überall auf der Welt sind Münzen, Herzen und andere Objekte versteckt. Okay. Auch versteckt, da ist eine Tür. Natürlich geht sie nicht auf, aber steht jetzt nicht dran. Münze. Wow. Mit der Kreuztaste kannst du Objekte schieben. Schieben. Aha. Und das hier? Ah ja. Okay. Schieben. So, was ist hier drin? Ein Schlüssel. Dö-dö-dö-ding. Da-di-da-da-da-da. So. Aufmachen. Brücken. Nix drin. Fledermaus. Okay. Gleich zwei Fehler. Das ist eine ein Reset-Schalter. Wenn man ihn benutzt, kehren Objekte auch magischerweise auf ihre ursprüngliche Position zurück und du kannst das Rätsel erneut angehen. Aha, Rätsel gibt's auch. Schön. Du kannst unterschiedliche Dinge aufheben. Jo. Okay, haben wir auch Stufe 2. Reisender aufgestiegen. Gut. Lassen. Ja, ja, ich sehe schon. Ach, da ist auch die Kette. Zwei Steine, zwei Dinger zum Unterdrücken. So. Option, ja, das mache ich gleich. Das ist die Halskette deiner Mutter. Offenbar ist das kein gewöhnlicher Anhänger. Hm. Ja. Oh, Dick. Ja. Ich habe das Schwert und Schild gefunden. Juhu. Oh, die blauen Dinger rassen nach oben. So, jetzt habe ich ein geiles Schwert. Und das Schild kann ich auch halten. Juhu. Okay. Aber was heißt denn Aufstieg? Lass mal gucken. Du bist ein Reisender. Deine Gesundheit wurde aufgefüllt und du erhältst 10 Münzen. Da haben wir dann erstmal. Ja, haben wir. Okay. Gut. Gibt dann nochmal extra Münzen auf einen Aufstieg oder was?
eine Leiter. So, weg mit dem. Und wieder ein Schild. Über das Menü erhältst du Zugriff auf Objekte, Statistiken und Einstellungen. Ja. Okay. Bam, 10 Münzen. 48 habe ich schon. Gut. Ich nehme mal an. Zum einen gehe ich jetzt leichter. Und zum anderen muss ich jetzt bestimmt wieder nach dem alten dahin. Nein. Hallo, ich wollte doch hier aufheben. Nix. Oh, hallo. Du hast Schwert und Schild deines Vaters gefunden. Wie hast du das gemacht? Du solltest sie erst später bekommen. Was? Die Halskette deiner Mutter fing an zu glühen? Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie ist eins der Symbole des alten Arkadiens. Komm mit, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led direfolk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Gut, wird gespeichert. Dann würde ich mal sagen, für die erste Folge war es das für heute. Und dann geht's in der zweiten Folge dann nächstes Mal weiter. Bis dahin, mach's gut und Ahoi!